Wir kommen jetzt noch zu sprechen auf die kalte Zeit des Jahres 41. Ab Oktober ist, glaube ich, der erste Schnee gefallen. Wann war das bei Ihnen soweit? Können Sie sich daran erinnern? Das ging schon im Oktober los mit dem ersten Schnee und wurde dann immer stärker. Wir haben also eine Reihe Schneestürme erlebt und dann auch die bittere Kälte im Winter, wobei die Hauptkälte Anfang 42 war, also dann am stärksten war. Für mich war also in der Zeit von etwa Anfang 42 bis Mitte 42 der Temperaturunterschied zwischen der Kälte in der Winterstellung und dann in der Steppe in Richtung Stalingrad um die 90 Grad. Temperaturunterschied innerhalb von 3 Monaten. Wir waren natürlich überhaupt nicht ausgerüstet dafür. Es gab keine Schneehemden, wie das die Russen hatten. Die hatten also Schneehemden, konnten sich also tarnen. Wir hatten keine Wintersachen, die kamen also verspätet. Und deshalb waren Erfrierungen sehr schnell da. Es war auch interessant zu sehen, wenn also Erfrierung war, dass in den Ortschaften, die also etwas zurücklagen und wo man Ablösung innerhalb des Frontaustausches stattfand, dass dann also Einheimische mithalfen, die Erfrierung zu behandeln, weil sie Erfahrung damit hatten, nicht wahr? Und das war ja für uns alles völlig ungewohnt dabei. Und diese Kälte hat dann natürlich dazu geführt, dass es auch der Stellungsausbau relativ mühselig voranging, während die sowjetische Seite ja darauf eingestellt war. Die Kälte hat wiederum den Vorteil, abgesehen von den Bergen des Schnees, dass der Boden fester war und dass also der Nachschub dann wieder etwas besser funktionierte, während in der Schlammzeit ja alles stecken blieb.